So, und damit seid gegrüßt. Willkommen zurück zu einem neuen Stream. Tag 2 der Gamescom. Ja, so sieht's aus. Wir sind mal wieder auf der Indie-Arena-Seite. Pinglen gibt's. Gibt's da auch eine Demo von? Haben die vielleicht irgendwo mal. Ne, ja, doch. Es gibt eine Demo davon. Aber naja. Können wir uns zu spät irgendwann aufheben. Das sieht aber interessant aus. Also das Vorschaubild sah interessant aus. Das hier. Das Spielsystem. Naja, mal schauen. Ich glaube, habe ich das nicht schon bei Leuten im Stream gesehen? Schwimmen müsste man nicht mehr spielen. Das haben wir letztes Jahr gespielt, das ist sehr gut, aber gut, ich würde mal gern heute damit anfangen. Das habe ich mal runtergeladen. Und dann habe ich noch heute einmal Loose Citroën Demo-Version Hauma Detective Noir Story Produkt. Paper Trail haben wir, Gift, so das hier mit dem Taucher. Dann haben wir Leica, Aged to Blood und hiermit würde ich halt anfangen. Werden heute wahrscheinlich nicht alle 1, 2, 3, 4, 5, 6 durchschaffen. Aber aus denen werden wir einige spielen. 3 oder 4, vielleicht 5. Wenn es ganz gut wird. So, ich würde sagen, das habe ich mal rausgesucht. Das war auf der. Das war relativ weit vorne auf der. Ahoi. Dann können wir uns gleich den Trailer angucken. Das war relativ weit oben bei der Gamescom. Das wurde hier irgendwo beworben. Opening Night war es nicht. Der Shadow Gambit. Ich glaube, nominiert ist es ja auch. Gamescom Awesome. War es nominiert? Ich glaube, ja, da habe ich es gefunden. Ist tatsächlich für den Gamescom Award nominiert. Also bin ich mal gespannt, wie es wird. Welcome to a stealth strategy game where you'll assemble a pirate crew with unique magical powers sailing aboard a living ghost ship, the Red Marley. Ah, to be on the open sea again. You're on a quest to find the legendary treasure of the very dead Captain Mordecai. Here's his head. Your journey across the Lost Caribbean will pit you against the Inquisition of the Burning Maiden. A bunch of scurvy scallywags who despise the supernatural and use soul-gobbling fire to hunt cursed pirates like yourself. We'll get back to this lot in a wee moment. It's up to you to decide which members of the crew you revive first and who you take on each mission, usually in crews of three. You best keep out of sight. Wield your crew's magical powers to sneak through enemy territory. Complete mission objectives and take out those Inquisition guards. Or creep past without leaving a trace. It's all up to you, pal. The power of the Red Marley gives us the insight we need for a successful mission. Whether it's spotting the guards' blind spots or seeing the echo of every move you make. But my hearties, the real treasure lies in her ability to stop time, letting us fine-tune our attack plan. Sometimes all it takes is a das sieht sehr spannend aus. Das ist mit Stealth, das ist meine. Stealth, ich weiß jetzt, ich soll jetzt nicht sagen, weil dann werde ich mich gleich im Spiel blamieren. Ich habe schon Stealth Games gespielt, in denen ich mich gut angestellt habe. Sage ich mal so. Bin gespannt, wie ich mich im Spiel anstelle. Wird mich wahrscheinlich ziemlich blamieren. Or maybe even all at once. A
And if something goes wrong, übrigens fällt sich ein bisschen erkältet, liegt es daran, dass ich erkältet bin. Aber nichts hält mich davon aus, dass das Games in der Gamescom Games ausprobieren. In die Games spielen kann man immer. Mach schon, wie lange ich so durch hätte. Each member of the cursed crew boasts unique magical powers. Be it getting into position with Gael's cannon, infiltrating defenses through the ground with Mr. Oh Gott, der Trailer ist erst halb durch. Ich glaube, wir spielen mal lieber selber. Wir starten mal das Spiel und gehen selber direkt mal rein. Shadow Gambit, the Cursed Crew. Nehmen wir hier. Mal schauen, wie es wird. Starten wir damit gleich zum Anfang. Falls ich mich blamiere, ich mich in anderen Spielen noch retten kann, dass wir den Abend dann noch, dass wir noch was rausholen können aus dem Abend, falls das hier katastrophal wird. Gut, hier haben wir erstmal Ladezeiten. Ladezeiten sind harte Zeiten. Die Zeit kann ich vielleicht mal nutzen, oder auch nicht. Möge die Läuterung beginnen. Das Ritual hat begonnen. Sind wir zu spät? Nein. Wir können das noch schaffen. Hm? Wer ist da? Ich. Hm? Das beginnt ja schon mal sehr episch. Hier sind alle drin. Gut. Dann überlegen wir mal. Zuerst erledigen wir die äußeren Wachen. Mr. Mercury, Sie lenken diesen Akolyten mit Ihrem Fisch ab, damit Gael ihn von hinten packen kann. Wenn der da außer Sicht ist, erledige ich ihn. Den letzten überlasse ich Ihnen, Mr. Mercury. Ei, ei. Die drei da können Maidenfeuer einsetzen, also müssen wir sie zusammen erledigen. Holen wir uns, weswegen wir hier sind, und dann zurück zum Schiff. Los geht's. Halt, halt, halt. Was? Was ist mit dem Hohepriester? Ach, drücke ihn einfach mal. Okay, gefällt mir der Plan. Verruchte, ich rufe das Maidenfeuer. Die Macht der Verfluchten. Sehr schön. Den Verfluchten. Beliebige Tests zum Starten drücken. Welche nehme ich denn? Die hier. Okay. Der steht links. Ja, lassen wir es einfach so, was du willst. Wenn es auf Deutsch ist, brauchen wir keine Untertitel. Aber wir würden gerne deine Spieldaten tracken am Arsch. Optionen. Newsletter. Oh, scheiße. Newsletter abonniert.
Macht Lautstärke, können wir mal hier ein bisschen, so episch es auch ist. Ich würde es gerne mal ein bisschen. Ja, so vielleicht. NPC-Untertitel. Spieler-Untertitel aus. Verzeihung. Das wird heute noch öfters passieren. Briefing-Untertitel an. War. Zwischensequenz-Untertitel unbedingt aus. Ich mache mal alle aus. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Datenschutz. Aha. Okay, ich würde mal sagen Gameplay. Achso, das wir sind noch in der Option. Ich würde mal sagen, wir starten ein neues Spiel und legen los. Pirat. Wachen reagieren mit normaler Geschwindigkeit. Deine Crewmitglieder haben eine moderate Menge an Gesundheit. Nimm das für alle, die Stealth-Strategie erst kennenlernen oder wieder mal spielen möchten. Schwierigkeitsstufe. Entdecker. Schwierigkeitsentdecker musst du dir dein Vorgehen genau überlegen. Doch du kannst dir auch Fehler erlauben. Die Wachen reagieren langsamer und sind weniger aggressiv. Deine Crewmitglieder haben mehr Gesundheit. Und was für alle, die nicht so sehr nach der einer Herausforderung suchen. Verflucht. Schwierigkeitsgrad verflucht sind perfekte Planung und Ausführung unerlässlich. Wachen haben bizarre. Ja, bizarr bestimmt auch. Blitzartige Reflexe. Deine Crewmitglieder haben fast keine Gesundheit. Und weil es nicht empfehlenswert für das erste Durchspielen. Damit ich schon Erfahrungen können. Legende. Schwierigkeitsgrad Legende ist für alle, die sich gut und fundiert mit Spielmechaniken, Stealth-Strategie auskennen. Wachen reagieren schnell und sind aggressiver. Und Crewmitglieder haben weniger Gesundheit. Für alle, die mit dem Genre des Stealth-Games vertraut sind. Niemand Decker oder Pirat? Wir nehmen den nächsten Modus, damit ich mich nicht zu blamiere. Ja. Gesprochene Sprache Deutsch. Ja. Auf geht's. Ladezeiten, jo. Da geht's los.
Das ist also Anglas Ruh. Charmantes kleines Rattenloch. Suchen wir nach der Bar und werden wir handelseinig, bevor die Inquisition auftaucht. Ja, super. Und wie spielen Sie? Kann man bewegen, Maus. Jetzt wird das was. Dann können wir hier umherlaufen. Der Maus. Kann man hier was plündern? Kiste. Sieh an, sieh an. Ich bin bald dort. Schau mal einer an, was die Bilge da reingespült hat. Gut, dass sie nichts gegen Verfluchte haben. Ja. Weiß noch nicht, wie man ranzoomt. Mir gefallen diese Aussichten. Ah ja, du kannst jederzeit den Missionslog öffnen, wenn du B drückst. Dort siehst du deine aktuellen Missionsziele. Du kannst außerdem ein Missionsziel auswählen, um dir dann genau einen Ort anzeigen zu lassen. Okay. Mir gefällt's schon jetzt. Triff dich mit dem Namen. Und den herausfinden, wie wir. Ah, so können wir. Von wegen mit der Maus. Immer nach vorne schauen. So, wo ist denn der Narre? Ein Zivilist. Der Duft nach Grog und salzigen Planken. Aha. Ei. Können wir sehen, wo die hingucken? Ich glaube, das juckt jetzt hier nicht wirklich. Nach wenn man ihn nicht verfolgt. Direkt auf den Punkt gebracht. Kommen wir dann hier wieder raus? Wohl kaum. Kein Rückzieher, was? Okay, immer. Kann und werde ich nicht. Ja, das ist auf der Angler. Angler. Wird erledigt. Wo wollen wir denn hin? Zur Taverne. Vorwerfen. Aber wo ist die denn? Sieh an, sieh an. Können wir nicht herumfragen, wie die Taverne ist? Hier können wir was fragen. Immer nach vorne schauen. Kein Rückzieher, ach, was? Reden miteinander. Mit ihnen reden können wir nicht. Und ich weiß zumindest noch nicht wie. Wir sind noch ziemlich am Hafen. Ah, da oben sollen wir hin. Machen wir uns mal auf den Weg. Helfen wir gleich mal dorthin. Ich bin bald dort. Gleich mal übers Dach. Mir gefällt's schon jetzt. Wo ist Aline? Direkt auf den Punkt gebracht. Balkon. Zivilist. Ich muss die Sprecher mal ein bisschen lauter machen. Das habe ich gerade kaum verstanden.
Sprachrotstärke. So nämlich. Ui. Verzeihung. Ich brauche mal einen Mute-Button. Mir gefallen diese Aussichten. Hätte Elmaus. Du bist nicht gerade leicht zu finden, du Narr. Naturalmente. So finden mich nur die Interessanten. Nun, was kann ich für dich tun, Signora Manicato? Es geht das Wort, du kannst Sachen arrangieren. Es gibt da so ein Geisterschiff, das ich gerne einholen würde. Die Red Mali. Ich weiß alles über deine... Welche Geschichte dich mit diesem Schiff verbindet. Dann weißt du ja auch, warum ich an Bord sein will. Signora, die Aussicht zu sehen, wie eure Schicksale miteinander kollidieren, ist der ganze Grund für unsere Zusammenkunft. Ich kann dich zur Mali bringen, doch lass dir gesagt sein, dass sie schon bessere Zeiten gesehen hat. Zurzeit sitzt sie in der Falle einer gewissen Inquisitorin. Also hat sie Ignacia. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Immer noch wild entschlossen. Das wird abenteuerlich. Exzellente. Dann also Hand drauf. Noch eine Frage. Was ist dein Preis? Oh, nur keine Sorge, Signora. Ich wünsche mir nur gute Unterhaltung. Nun, sonst sollen wir dann? Unterhaltung ist das Wichtigste. Und fortsetzen. Der Ritus ist vollendet. Was nun? Den Strand durchkämmen. Der Verderbnis keine Chance. So sei es. Verruchtes Pack! Oh je. Verzeihung. Doch wie du sicher weißt, ist der Tod hier nicht das Ende. So, einer erledigt. Warten vielleicht noch 100. Ich sollte mal lieber die Mali finden, bevor Ignacia sie in Flammen aufgehen lässt. Sieh an, sieh an. Eine Kiste. Den Sternen nach ist diese Insel nicht weit entfernt von Anglas Ruh. Konnten nicht looten. Gehen wir woanders hin. Wir können die Leiche verstecken. Jetzt verstecken wir was in der Kiste. Hinter dem Busch. Ah, ich kann die Kamera drehen. Jetzt wird das was. Na dann. Immer nach vorne schauen. Da ist etwas. Nahkampfkill. Afghir kann Feinde mit ihrem Durchtöten. Drücke A oder benutze L-Maus,
um ihren Nahkampfkill auszuwählen. Zieh dann mit Elmhaus auf den Akrolyten. Noch ein Akolyt. Den erledige ich besser leise. Ich bin bald dort. Eine Klinge in der Finsternis. Kleiner Todesbringer. Wird erledigt. Na komm. Das war leicht. Deine Seele ist frei. Viel Spaß. Ei. Du kannst Körper verstecken, und zwar in Büschen, Häusern und an anderen Orten. Ziele auf einen Körper und lasse Elmos um. Ja, okay, aus den Augen, aus dem Sinn. Das haben wir schon gemacht. Im Busch versteckt. Schicken wir sie los. Okay, die Leiche sieht keiner mehr. Es anfängt zu riechen. Mir gefällt's schon jetzt. Da gibt's was. Der Sichtkegel stellt visuell dar, in welchem Bereich eine Wache etwas sehen kann. Sieht eine Wache ein Crewmitglied, verfärbt sich ihr Sichtkegel schnell gelb. Erreicht sie das Crewmitglied, gilt es als entdeckt und die Wache greift an. Du kannst den Sichtkegel aktivieren, indem du bei in der Wache R-Maus drückst. Und noch einer. Stets ein Vergnügen, der Inquisition zu begegnen. Achso, hier. Das ist praktisch. Jetzt können wir hier schleichen. Und das von hinten anmachen. Uns mal ins Gebüsch schlagen. Dann mal warten, bis. Der Tod ist nicht das Ende, oder? So, ist jetzt ein bisschen ungünstig, aber. Mir gefallen diese. So, jetzt von hinten. Bleib stehen. Lass dich nicht von der Flamme erwischen. Das ist doch geistig. Oh, schwer. Ab in den Busch. Und weiter geht's. Ich fürchte, da sollen wir hin. Kein Rückzieher, was? Ja, wieso denn auch? Wozu denn auch? Okay, da buddelt einer. Sichtkegel 2. Nachts haben Sichtkegel einen dunklen und gestreiften Bereich, den du gehockt leer sicher passieren kannst. Achte auf das Licht, denn es enthüllt deine Crewmitglieder, die sicher sich in der Finsternis verstecken. Ach. Meidenfeuerlampe. Kann man nicht löschen. Am besten unten und in den Schatten bleiben. Ich bin bald dort. Ah ja. Mir gefallen diese Aussichten. Klettern, linke Maus, ja. Jetzt wird das was. Dann können wir von hinten auf ins Gebüsch. Okay, die Wachen sind da taub. Das ist praktisch. Entfesseln wir deine Seele.
Und zack. Jetzt können wir nicht mal sehen, wo nachher gebuddelt hat. Willkommen auf der anderen Seite. Immer nach vorne schauen. Heb an! Sieh an, sieh an. Okay, wir können nicht gucken, nach was er gebuddelt hat. Damit können wir nicht löschen. Okay, der guckt da drüben hin. Mir gehen wir mal hier. Nicht. Afria kann mit ihrem Skill blinzeln auf Feinde zustürmen. Drücke S oder benutze L-Maus, um ihren Skill blinzeln auszuwählen. Ziehe dann mit L-Maus auf eine feindliche Wache. Mir scheint der einzige Weg nach vorne ist der nach oben. Ich nehme Maß. Wird erledigt. Interessant. Man sieht sich. Aha. Gehen wir woanders hin. Noch nichts von der Red Marley zu sehen. Wehe, wenn das hier alles ein Schwindel ist. Sieh an, sieh an. Okay, was haben wir hier? Immer nach vorne schauen. Okay, wo sind wir hier? Wo geht's lang? Hier ist einer. Also ich hier bin rüber. Bald dort. Oha. Hat er was? Nee. Turmbasis erreichen. Prognostika. Blinzeln. Mir gefallen. Sieht stark aus. Sollte ich lieber. Was haben wir denn da? Ich habe deinen frevelhaften Vorsatz gespürt, Verfluchte. Nun okay. Brenne im Feuer der Maid. Das war nicht so gut. Solltest du nochmal versuchen. Ja, denke ich auch. Ich bin wieder ganz. Ich habe eine Erinnerung entfesselt. Ich habe dir eine neue Chance gewährt. Welch toller Zauber ist das? Bist du... Ich brauche deine Hilfe. Du musst vorbei am Prognostiker. Greife ihn nicht direkt an. Habe ich gemerkt. Sieh an. Gut, ich folge dir. Was den Prognostiker angeht, versuchen wir es mit einem anderen Ansatz. Vielleicht können wir den Fels sogar von der Entfernung aus Fels lockern. Direkt auf den Punkt gebracht. Du kannst jederzeit eine Erinnerung einfangen, indem du F5 drückst. Den zuletzt gespeicherten Spielstand kannst du durch Drücken von F8 laden. Mach das ruhig öfter. Das Scheitern und das erneut Versuchen sind integrale Bestandteile des Spiels. Aha. Mit Alt F4 kann man den Gegner sofort besiegen. Können wir vielleicht meine Seele ist entfesselt. Den Stein. Ich bin bald dort. Dieser Akolyt auf dem Gerüst ist mein Weg nach oben. Das war ein bisschen unclever. Wohl kaum. Okay. Was machen wir mit ihm jetzt? Blinzeln.
Der Prognostikar könnte mir was entgegensetzen. Aber der Felsen da? Kein Rückzieher, was? Ein Glück. Der Weg ist frei. Weiter vorwärts und der stand da aber ziemlich unsicher. Ich möchte dich sehen. Zu dem der Fels nicht von Angesicht zu Angesicht aufgefallen ist. Mission ist abgeschlossen. Wird erledigt. Heb an! Sieh an, sieh an. Ups. Oh, schwer. Wir lassen es wie ein Unfall aussehen. Ei. Eine Klinge in der Finsternis. Der wurde auch vom Stein getroffen. Immer nach vorne schauen. Afia kann ein einzelnes Ziel mit einem Zeitstopper einfrieren. Drücke D oder benutze L-Maus, um den Skill Zeitstopper auszuwählen. Ziele dann auf die Wache und benutze L-Maus, um den Skill auszuführen. Eingefrorene Wachen sind für ihre Umgebung blind und taub. Der Weg nach oben wird bewacht. Keine Sorge, ich habe da so meine eigenen Tricks auf Lager. Ich kann Erinnerungen einfangen. Weißt du noch? Mach ein flimmes D. Ich hoffe, ich habe keinen Shortcut auf F5. Also das habe ich zuvor gespürt. Ich habe noch eine Erinnerung eingefangen. Wenn ich sie entfessle, wird die Zeit auf diesen Moment zurückgesetzt. Ja. Sekunde. Siehst du? Ein wenig an der Uhr gedreht. Aha. Sehr beeindruckend. Und jetzt bitte weiter vorwärts. Zeitstopper. Jetzt wird das was. Schnell ins Gebüsch. Wachen schlagen Alarm, wenn sie deine Crewmitglieder entdecken, einen ausgeschalteten Kameraden finden oder Schüsse hören. Bei Alarm erinnern die übrigen Wachen zum roten Marker, um gegen deine Crewmitglieder zu kämpfen. Schaffst du es, dich irgendwo zu verstecken, suchen die Wachen an deiner letzten bekannten Position. Der Timer oben auf dem Bildschirm zeigt die noch verbliebene Zeit an, bis der Alarm aufgehoben wird und die Wachen auf ihre Position zurückgehen. Aha. Das wird hoffentlich erstmal nicht passieren. Können wir sie nacheinander ausschalten? Wie viele sind denn hier? Der läuft hier rum. Gut hin und her. Den juckt das nicht, den juckt es auch nicht, der könnte es sehen, wenn wir hier. Genau da bleiben. Immer nach vorne schauen. Nein, nein, halt. Setzen wir einen Moment aus. Okay. Es weiß, gibt keine Entfernungen. Direkt auf den Punkt gebracht. Nun, wie ich höre, hat Inquisitorin Ignacia ein bestimmtes Piratenschiff dort in der Hand. Ignacia, allerdings. Es ist sogar so, dass sie... Was ist los? Unwichtig. Du musst raus auf die Ruine. Komm zu mir. Hallo? Bist du noch da? Sieh an, sieh an. Besser schnell sein.
Okay, der könnte sehen, wenn wir den ausschalten. Deswegen machen wir das mal noch nicht. Vergiss nicht meine Kräfte, mit denen ich Erinnerungen einfangen kann. Ja, ist klar. Ja, was? Mein Leid vergeht. Ich hoffe, das liegt nicht auf. Gehen wir woanders hin. Nein, überleg dir das nochmal. Liegt nicht in meiner Macht. Unmöglich, leider. Wird erledigt. Okay, was haben wir hier? Liegt doch irgendwas. Oder auch nicht. Jetzt wird das was. Soll ich hier wieder hoch? Sich immer geblieben und der gleich vorbeikommt. Kommen von hinten. Kleiner Todesbringer. Ich hoffe, der konnte nicht Alarm schlagen. Deine Seele ist frei. Viel Spaß. Heb an! Sieh an, sieh an. Ich warte auf deine Befehle. Ich bin bald dort. Befreit. Mir gefallen diese Aussichten. Lass dich nicht von der Flamme erwischen. Oh, so, rein mit dir. Mir gefällt's schon jetzt. Die Gegend irgendwann, die ganze Gegend hier irgendwann stinkt dann. Kein Rückzieher, was? Ah, verdammt. Ein Riss im Glas. Immer nach vorne schauen. Man sieht sich. Gehen wir woanders hin. So klingt aufgeräumt. Da oben war aber noch einer. Oha. Mir gefällt's schon jetzt. Die kommen doch bestimmt mit der. Durch die Schießattacke. Jetzt wird das was. Oh, easy. Sieh an, sieh an. Ich werde Erinnerungen einfangen. Gib mir einfach nur den Befehl. Ach, wozu? Schaffen wir doch bis jetzt easy. Laurentio 47. Ah, da ist sie ja. Die Red Marley. Das Schiff von Schwarz Argo Mordecai. Ich meine, wir spielen noch im leichtesten Modus, aber. Ja. Und da ist Ignacia, wie auf Kommando. Meine Kustoden sind bereit, Schiff. Eine Welt voller Schmerz erwartet dich. Nun sag mir, wie lautet die Lösung von Mordecais Rätsel? Ach, Ignacia. Selbst im Tode ist der Captain noch schlauer als du. Ach ja? Warum habe ich dann diese Botschaft, die doch so eindeutig für dich bestimmt ist? Raus mit der Sprache. 5 aus der Marley-Crew mögen sich versammeln. So viel ist klar. Doch was sind das für Relikte? Welches Geheimnis ruht bei dir unter Deck? Ich würde lieber brennen, als dir zu helfen, den Schatz zu finden. Wie du willst, Schiff.
Aha. Euer Flaggschiff ist bereit, Dero Eminenz Inquisitoren. Gut. Möge der Ritus des Verhörs beginnen. Ich muss wissen, was das Schiff weiß. Sehr wohl, Dero Eminenz. Macht es kund in den zeitlosen Gestaden. Wir müssen die Relikte finden und Mordecais Rätsel lösen. Sein Schatz wird uns gehören. Und wenn die Gestade dafür brennen müssen, dann das ist auch das ein sein Teil des großen Ganzen. 5 romanische Relikte, die gefunden werden müssen, das ist das. Ja, sehr typisch. Noch da, Seelchen? Ja, und mir scheint, ich bin gerade noch rechtzeitig gekommen. Red Marley. Du kennst meinen Namen. Verrätst du mir den deinen? Alles zu seiner Zeit. Zunächst mal müssen wir dich befreien. Komm zu mir. Über die riesigen Ketten kannst du an Bord. Das wird spannend. Dann werde ich dir mehr verraten. Reißen mal die Macht des Schiffs an uns. Mir gefallen diese Aussichten. Du hast das Kommando an uns. Eine Klinge in der Finsternis. Ja, Verzeihung. Aber zu erscheint eine große grüne Glocke auf dem Bildschirm. So nett dich die Mali daran durchdrücken, F5 eine Erinnerung an einzufangen. Erinnert werden, Erinnerungen werden nicht automatisch eingefangen. Ja. Direkt auf den Punkt gebracht. Wie hat Ignacia dich in ihre Gewalt bekommen? Machen wir mal. Sie hat mich überrumpelt. Irgend so ein seltsamer neuer Ritus von ihr. Sie hat Erfahrung darin, meine Kräfte zu umgehen. Doch lange gelingt ihr das nicht. So, zu den Ketten müssen wir hoch. Wird erledigt. So, wie kommen wir da denn hoch? Aber wahrscheinlich hier rüber. Und dann da entlang, und dann da entlang, ja. Der Tod ist nicht das Ende. Das klingt nach einem Plan. Wir sind hier alle Halsabschneider. Können wir hier hochspringen? Musst du den langen Weg nicht nehmen? Deine Macht der Erinnerung erklärt eine Menge. Kein Wunder, dass Mordecai und seine Crew zu Legenden wurden. Genau aus dem Grunde haben wir das geheim gehalten. Kennt sie irgendwelche Grenzen? Nur jene, die ihr der Kapitän einst setzte. Meine Reichweite ist so groß wie eine Insel. Und ich kann keine Erinnerungen entfesseln, die älter als ein Tag sind. Mhm. Ich erkläre dir das gern noch genauer, sobald ich weniger Schmerzen habe. Kein Rückzieher, was? Oh. Das läuft nicht so gut. Direkt auf den Punkt gebracht. Urteil der Malte erwartet sich. Nun denn, wer war das? Ja. Nun also. Ah, verflucht. So geht's auch. Ein bisschen Schaden gekriegt, aber was so ist. Du kannst meine Kräfte nutzen, um eine Wozu? Gehen wir woanders hin. Alle in einem Busch. Mir gefällt's schon jetzt. Nur schwierigen und Schwierigkeitsgrad vielleicht, aber. Kommissarius. Mhm. Ein Segel durch das Herz. Schicken wir sie los. Kleiner Todesbringer. So.
würde mal sagen, geh mal rüber. Erledigt. Und dann schauen wir mal, wie wir die noch loswerden. Erst die steilen Thesen und dann? Ich würde sagen, ein Fingerschnitt. Ich brauche noch Zeit. Oh Gott, nein. Das war nicht bloß ein Tier. Das war's. Das ist schlecht. Das Urteil der Maid erwartet dich. Mission gescheitert. Ja, deswegen haben wir hier gespeichert. Kein Rückzieher, was? Ich kann dir helfen. Lass mich eine Erinnerung einbauen. Wir sollten ihn aber zuerst durchschalten, wenn wir mal einen großen Boss. Der Tod ist nicht das Ende, oder? Willst du zwei wählen, könnte man einen pausieren lassen und den anderen währenddessen, aber Setzen wir einen Moment aus. Wird erledigt. Bist du ganz schnell hier? Nun also. Entfesseln wir deine Seele. Sehe ich da. Das Eisen brennt. Na komm, na komm. Noch nicht. Ich kann dein Verwesen. Ich brauche noch nicht. Und so nämlich. Man sieht sich. Oh, schwer. Mir gefallen diese Aussichten. Ja, wo läufst du denn hier rum? Mir gefällt's schon jetzt. Wir räumen mal hier ordentlich auf. Anders hin. Nicht, dass das irgendwann noch auffällt. Wenn unser Weg mit Leichen gepflastert ist. Direkt auf den Punkt gebracht. Und mitten auf dem Dorfplatz rumliegen. Das wäre nicht so gut. Heb an! Immer nach vorne schauen. Meine Seele ist entfesselt. So, jetzt ist hier mal Ruhe. Möchte mal sagen, oha. Es gibt keine Entfernungen. Sieh an, sieh an. Interessant. Haben wir noch mehr Wachen? Eine Klinge in der Finsternis. Ich ist, glaube ich, nichts mehr. Oder haben wir hier noch jemanden? Wie befreien wir dich von diesen Ketten? Alle Skills haben auch eine nicht tödliche Variante. Kannst sie per HUD ein- und ausschalten, wenn du den kleinen Pfeil über den Skill-Symbol auswählst und der R-Maus benutzt, wenn der Cursor um das Skill verweilt. Der nicht tödliche Nahkampfangriff hat einen Tastenplatz Y. Das erledige ich selbst. Warum sollten wir?
Du brauchst nur Ignatias Siegel zu brechen. So, die Ketten. Komm mal in die Ketten. Jetzt wird das was. Jetzt bloß nicht runterhüpfen. Ei, Kommissarius. Ein Anblick, der mich mit dem... Sehe an, sieh an. Fluchtschiff betreten. Vergiss nicht meine Kräfte, mit denen ich Erinnerungen einfange. Das ist nicht schlecht. Kein Rückzieher. Hey Pete, schau mal. Frischfleisch an Deck. Sieht für mich eher nach Achte nicht auf die. Geh zur Kapitänskajüte. Kleiner Todesbringer. Halten, Kommissarius. Du kannst meine Kräfte nicht suchen, um eine Erinnerung einzufangen. Eine Sorge weniger. Ei. Guten Brot mit dir. Gehen wir woanders hin. Ich hoffe, das nicht zu sehr. Siehe der Kustos. Durch seinen Geist wird die Flamme fokussiert. Lorenzo 47, Vers 8. Aha. Ei, Kommissarius, ich nehme mal einen Anblick, der mich mit Demut erfüllt. Komm zurück. Direkt auf den Punkt gebracht. Bevor er Alarm schlagen konnte. Deine Seele ist frei. Oh, schwer. Immer nach vorne schauen. Meine Geburt. Schicken wir sie los. Störe den Kustos nicht. Lässt die Konzentration auch nur kurz nach, bricht sich das Feuer seine Bahn. Ich werde mich gewiss fernhalten, Kommissarius. Aha, hier sollten wir hin. Ich bin bald dort. Das sollten wir taktischer machen. Die Macht eines Kustos dient dazu, Risse geschlossen zu halten, die in die Tiefen führen. Wird angegriffen, gerät ihm sein Ritus außer Kontrolle und die so freigesetzte Energie macht alle Wachen reichweite katatonisch. Allerdings lösen katatonische Wachen und tote Kustos keinen Alarm aus. Aha. Hilfreicher Tipp. Ich würde mal mit dem anfangen, aber erst wenn der raus ist. Wir sind hier alle Halsabschneider. Siehe der Kustos. Durch seinen Geist wird die Flamme fokussiert. Lorenzo 47, Vers 8. Ei, Kommissarius. Ein Anblick, der mich mit Demut erfüllt. Mir gefällt's schon jetzt. So, rauf hier. Ist das ein Kustos? Er warf das Siegel. Störe seinen Hymnus. Heb an! Wird erledigt. Okay, wir sollten raus hier. Mir fällt nichts auf. Ein Segen durch das Herz. Willkommen auf der anderen Seite. Oh, schwer. Direkt auf den Punkt gebracht. Heb an! Wir können nicht alle über Bord werfen. Mhm. Von hier nach dort. Mir gefällt schon nicht. Eine Sorge weniger. Da kriege ich ja Gänsehaut. Du solltest kein Bedauern empfinden. Das sind nur Werkzeuge des Maidenfeuers. Es ist noch ein Wort.
Du musst ihn finden. Kiste können wir nicht öffnen. Ich werde Erinnerungen einfangen. Gib mir einfach nur den Befehl. Das klingt sinnvoll. So, denk, gehen durch. So, nun. Wir haben eine Wache. Okay, es fällt der Wache nicht auf, wenn wir die ausschalten. Dann würde ich mal sagen. Mein Leid vergeht. Immer nach vorne schauen. Was ist das? Durch die. Ich brauche noch. Verdammt. Dafür haben wir gespeichert. Du kannst meine Kräfte nutzen, um eine Erinnerung einzufangen. So, wir sollten erstmal hier runter, würde ich sagen. Ich bin bald dort. Da guckt er zum Glück nicht hin. Kleiner Todesbringer. Mir gefällt's schon jetzt. Wir standen ja da außerhalb, deswegen. Oh, schwer. Sieh an, sieh an. Okay. Gehst du. Durch die Tiefen. Urteilen wir über den. Lass dich nicht von der Flamme erwischen. Ignacia hat dich zum Wrack gemacht. Ich kann mich wieder erholen. Was zählt, ist die Crew. Wohin hat sie dir gebracht? Zwei sind noch an Bord. Fünf wurden an Land gebracht. Schon bald werden wir sie retten. Direkt auf den Punkt gebracht. Unter dem Siegel, gebrannt in dein fauliges Gebälk, machen wir dich uns untertan. Wir den hier ausschalten. Da haben wir einen zweiten. Okay, jetzt müssen wir irgendwie besser anstellen. Räumen wir erstmal die hier oben auf. Ah, okay, jetzt ist der hier alleine. Das ist gut. Machen wir es so. Durch die Pein unseres Maidenfeuers befragen wir dich. Jetzt wird das was. Na komm. Möge die Flamme offenbaren, was einst der Fluch der verlorenen Seelen verbarg. Mein Leid vergeht. Und schnell wieder zurück. Tod ist nicht das Ende, oder? Kein Rückzieher, was? Brennen und nur die An- Okay. Geht's wohl nach drinnen? Drinnen haben wir die zwei Richter. Der guckt ständig darauf. Der läuft darüber. Okay. Guck
können wir uns um den kümmern. Ein Segen durch das Herz. Der andere Kustos und deine beiden noch verbliebenen Scheiße. Mitglieder. Ach, Lady und... Er stört mich bei meinem Gebänden. Das ist relativ doof, dass ich hier nicht gespeichert habe. Direkt auf den Fall. Oh Mist. Ja, ich muss öfters speichern. So, hier runter. Schicken wir sie los. Verdammt. Mir gefallen diese Aussichten. Ist doch nicht wahr. Eine Klinge in der Finsternis. Ah, kann mir bitte jemand. Und wer nachlässig. Jetzt wird das ich was. Kann dir helfen. Lass mich. Ja, ja, ich weiß. Ei. Wir müssen ein bisschen warten. Bis da hinten ist. Ist jetzt natürlich nervig, dass wir die schon. Den hatten wir ja schon. Sehe an, sieh an. Halte ich den Ritus des Verhörs an. Der Tod ist nicht das Ende, oder? Kein Rückzieher, was? Ja, verdammt! Das kann doch nicht sein. Du hast nichts gesehen. Wohl kaum. Nein, überleg dir das nochmal. Immer nach vorne schauen. Oh je. Ignacia hat dich zum Wrack gemacht. Das war knapp. Ich kann mich wieder erholen. Was zählt, ist die Crew. Wohin hat sie die gebracht? Zwei sind noch an Bord. Fünf wurden an Land gebracht. Schon bald werden wir sie retten. Unter dem Siegel gebrannt und ein fauliges Gebälk macht für dich uns untertan. Mir gefallen diese Aussichten. So, jetzt wissen wir ja, wie wir vorzugehen haben. Wenn der weg ist. Ich bin bald dort. Ist das... Scheiße, nein. Du hast nichts gesehen. Und jetzt warte hier. Durch die Pein unseres Maidenfeuers befragen wir dich. Durch die Tiefe. Na komm. Geh weg. Wird erlebt. Wer stört mich? Ach, Scheiße. Was? Verbrennt den vermaledeiten Tropfen. So viel zu speichern. Ich hab's immer noch nicht gelernt. Ich bin bald dort. Ich kann dir helfen. Lass mich. Wer es den Kopf hat und so weiter. Nicht nachlässig werden. Und wir töten die beiden und danach speichern wir mal bitte. Entfesseln wir deine Seele. Gemäß unserer heiligen Schriften halte ich den Ritus des Verhörs ab. Jetzt wird das was. Es gibt keine Entfernungen. Sehr schön. Willkommen auf der anderen. Oh, schwer. Mir gefallen diese Aussichten. Nun ist dir. Der Mutter der Flamme urteilen wir über dich. Ei. Heb an. Kein Rückzieher, was? Ignacia hat dich zum Wrack gemacht. Ich kann mich wieder erholen. Was zählt, ist die Crew. Wohin hat sie die gebracht? Zwei sind noch an Bord.
5 wurden an Land gebracht. Schon bald werden wir sie retten. Direkt auf den Punkt gebracht ist das. Nein, nein, hier ist niemand. Wir lassen ihn nochmal vorbeilaufen. Durch die Pein unseres Maidenfeuers befragen wir dich. Von hier nach dort. Warte, bis da drüben ist. Mir gefällt's dann nicht. Und zurück. Ganz schnell. Der Tod ist nicht das Ende, oder? Immer nach vorne schauen. Was eins der. Man sieht sich. Den Wachen fällt nicht auf, dass die nicht zurückkommen. Läuft die immer hin und her und. Ah Gott. Wird erledigt. Kleiner Todesbringer. So, wie haben wir das hier gemacht? Erstmal speichern. Okay, da kommt der hoch, das war das Problem. Er dreht hier seine Runden. Und bleibt dort an der Theke. Meine Seele ist entfesselt. Ich bin bald dort. Ich hoffe, das fällt jetzt nicht auf. Christus und deine beiden noch verbliebenen Crewmitglieder. Na toll. Ein Segen. Das war klar. Okay, wir müssen warten, bis der weg ist. Vergiss nicht meine Kräfte, mit denen ich erinnere. Naja, wenn wir den anderen ausschalten, tut das auch. Ja. Der dreht hier eine Runde. Können wir mal warten, bis der weg ist. Durch die Tiefen. Warte, vielleicht sollten wir uns erstmal ranschleichen. Wird das was? Der andere Custos und deine beiden noch verbliebenen Crewmitglieder. Zu Lady und Toya. Lass sie für den Moment. So, jetzt. Eine Sorge weniger. Wird erledigt. Was? Oh, Kacke. Das ist aufgefallen. Wir treiben Hals ab, Schneider, hier unten. Mein Leid. Und jetzt zu dir. Mir gefällt's schon jetzt. Blinzel, ich brauche noch Zeit. So nämlich. Deine Seele ist frei. Viel Spaß. Es gibt keine Entfernungen. Man sieht sich. Das waren dann beide. Ja, das Siegel ist schwach. Komm zu mir. Ich kann Erinnerungen einfangen. Weißt du noch? Ich würde die gerne noch hier rüberschießen. Kein Rückzieher, was? Heb an! Man weiß, was passiert. Mir gefallen diese Aussichten. Autsch, da war ein Stein. Oh, schwer. Noch mal ein bisschen Müllentsorgung hier. Direkt auf den Punkt gebracht. Gehen wir woanders hin. Okay. Immer nach vorne schauen.
Ja. So wegen das. Sieh an, sieh an. Okay, den Wort. Heb an! Immer nach vorne schauen. Oh, schwer. Direkt auf den Punkt gebracht. Heb an! Und da bestimmt jetzt hier. Jo. Das ist mein Schiff. Mir gefallen diese Aussichten. Du kannst deine Kräfte nutzen. Guter Tipp. Mir gefällt schon jetzt. Nun bricht das Siegel. Schenkt mir die Freiheit. Zuerst müssen wir über die Bedingungen reden. Wirklich? Jetzt sofort? Du bist auf der Jagd nach dem Schatz von Schwarzauge Mordecai. Ich will dabei sein. Der Schatz des Kapitäns. Was schert er dich? Was schert einen Piraten schon ein Schatz, was? Abenteuer. Gold. Die Chance, die Inquisition zu schlagen. Ich helfe dir, das Vermächtnis deines Kapitäns zu finden. Und ich will nur 3 Anteile unserer Beute. Lachhaft. Einen halben Anteil. 2,5. Einen. 2 Anteile. Schnell jetzt. Ich wette, da sind noch mehr Akolyten im Anmarsch. Schön. Ich akzeptiere deine Bedingungen. Und nun brich das Siegel und sag mir deinen Namen. Ephia Manicato. Zu deinen Diensten. Ah. Das ist ja so. Nun bin ich wieder bei Kräften. Jetzt stechen wir in See. Festhalten! Joho! Okay, wird's gleich holen. Jetzt Mari erhebt sich. Abgeschlossen. Na, hier sehen wir nochmal, wo wir lang gegangen sind. Da oben waren wir. Da bin ich erstmal hier durchgerannt. Bin hier versteckt. Haben wir schön aufgeräumt, dass hier nichts mehr rumliegt. Hier waren wir. Ja, 3 liegen hier offensichtlich noch rum. Du hast die Wahl unter 4 Schwierigkeitsgraden. Oder du kannst auch deinen eigenen definieren. Vor jeder Mission kannst du den Schwierigkeits anhand verschiedener Parameter anpassen. Aha. Ach, endlich wieder auf hoher See. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Ephia Manicato.
Keine Sorge, in dieser Demo erwartet dich noch jede Menge Content. Und dir, wenn dir das Spiel bislang Spaß gemacht hat, bitte unsere Crew, kauf jetzt das Spiel. Denn Unterstützung bedeutet uns die Welt. Und jeder Kauf hilft uns dabei, dieses Spiel zu entwickeln. Wir so lieben, die Spiele zu entwickeln. Danke und jetzt viel Spaß beim Rest der Demo. Nö, ich würde mal sagen, das ist ein guter Punkt. Wir haben es jetzt schon fast anderthalb Stunden gespielt. Ja. Es hat mir doch sehr gut gefallen, das kann man sich immer merken. Vielleicht spielen wir es irgendwann noch im Stream. Das ist also auf dem Schwierigkeitsgrad, wie ich es gespielt habe, machbar. Ich finde das auch so ein bisschen, ich finde das cool, wenn man da mal ein bisschen man das speichern muss und mal einen zweiten und dritten Anlauf braucht. Also, ja. Gefällt mir. Ja, auf jeden Fall. Großartiges Spiel. Verdient, ist sehr verdient auf der Nominierungsliste. Würde ich sagen. Das war Shadow Gambit. The Ghost Crew. Jo, so sieht's aus. Das wird sich mal sowas von überschlüsselt. Ahoy, Cursed Pirate! Welcome to a stealth strategy game, where you'll assemble a pirate crew with you. Kann man schon kaufen? Ja, 35,99 €. Da spare ich gerade für ein anderes Spiel. Mal schauen. Da gibt es gerade ein anderes Spiel, was ich eher spielen werde. Ja, Shadow Gambit, The Cursed Crew, aber sehr gut, kann ich nur empfehlen. Soundtrack war top. Spielerlebnis war, Spielspaß war top, finde ich. Ja. Es ist eins der besten Spiele, das ist auf jeden Fall Top-Wertung. Ich würde mal sagen, ich mache eine kurze Streampause. Und nach der Pause spielen wir dann nicht mehr ganz so lange Spiele. Also nicht mehr an 1 Stunde 30. Hoffentlich ein bisschen kürzer. Ja, so sieht's aus. Gleich geht's weiter, bleibt's dran. Kurzpause. Kurz Toilettenpause, Kaffeepause. Bis gleich. Ich hoffe, der Stream schmiert nicht wieder in der Pause ab. Mal schauen. So, willkommen zurück. Stream ist nicht abgebrochen. So, wir spielen jetzt, ich würde mal sagen, wir spielen jetzt Loose. Okay, machen wir mal als nächstes. Ich glaube, da werden wir nicht lange drin stecken. Fangen wir damit an. Fick diese Erkältung. Es passt mir gerade sehr schlecht. Okay. Auf geht's. Das könnte interessant werden. Was haben wir denn hier? Da sah das Spiel aber anders aus. Zwei Spieler Splitscreen, Spiel wechseln, Spiel starten. Okay. Spielstand. CB9. Aha. Muss ich vorlesen? Ja. Ich will nicht aufstehen. Bibu, Bibu. Ach, du hast ja recht, Spiepi. Es
ist wichtig, ist wirklich wichtig. Und ich liebe meine Arbeit. Auto aufstehen. Ich muss schnell zur Arbeit. Ich kann hier nicht einfach rumliegen. Ich muss endlich auf W achten. Auf W achten. W. Ich hab's verstanden. Ach, Scheiße. Los zu drücken. Fahr zur Arbeit. Instant kein Bock mehr. Bei der Überschrift. Okay, auf geht's. Genauso wie gestern. Immer schön den Schildern nach. Das wird schon. Ob ich nach dem Tag heute wohl je wieder ein Auto brauchen werde? Oder werde ich ab heute nur noch Segway fahren? Yo, it's 420, man. Yes, this is DJ. Als ob es 420 ist. Okay, wir fahren. Die Geräusche. Wir fahren heute nicht nach Burg. Easy going. Yes, we keep it easy flowing. Yes, we do it every day. Like it's one block away from, one shot away from. Yes, we do it every day. Yeah, we do it. The soundtrack of New Future Bash I get claimed. Yay. Was ist denn jetzt passiert? Und wie hat sich der Snake gerade verdreht? Umwelche Steuerung. Können wir hier einfach weiterfahren? Du bist da im Radio los. Yo, it's 420, man! Genau das. This is DJ Brain Capacity. Ach du Scheiße. Yo, man. Yo, how are you? Da machen wir einen Weg vor uns. Brain Capacity. The Universe. Humanity. Please move on. The universe, humanity. Und kann man da gar nicht weiter? The universe, humanity. Please move on. The everlasting, infinite creator energy. Die Störung ist härter, als es aussieht. Humanity, please move on. Humanity, please move on.
Yo, it's 420, man. On the rainy day, people shooting round on the block, dropping bullets. It's crazy, shooting them out of them socks. Knock on the door, who's there? Boom, boom, in your face. Boom, boom, in your face. A rip deal is a cold case. Was gar nicht zu fragen, ich weiß, was die geraucht haben. This is George Rogers speaking from the United Nations. This is a message for all of humanity. Please listen carefully. World peace has been established. We are proud to tell you that also world hunger is solved. The fossil fuel system is not depleted anymore because we have access to free energy. But we are going to keep all of this a secret. Was würden wir das geben? We are going to direct humanity and Earth towards destruction, war, hunger, pain, suffering, trauma. That's what we do from the United. Yo, it's 420, man. Let's go. Yes, haben wir jetzt schon auf genug gehört. Es dürfte inzwischen nicht mehr 420 sein. Dürfte schon mindestens vor 25 sein. This is Dan Deister on the mic. Hello, children. Easy going. Randale. Easy flowing. Flying high like a. Sekunde. Take it easy like a slow motion. Yes, yo. One love to mankind. I'm grateful to be alive. But some people live in war and can't survive. The strife and the bombs and the guns and the hatred. Ammunition from the pocket from the wicked. The world is run by sick people's business. Politics in suit and tie for the wicked. Switch mass media sickness. Is delivering fear to their praise. Politicians prey on people's fear, I say. To survive, to simply be alive. It's called Babylon, because I believe we live in biblical times. I call it the times where the evil is being exposed to the world. Bloody robes, bloody hands, all politicians. I respect your creator in the basics. Keep it simple, never move from love, I say it. Never move from love, I say it. Yes, y'all. Never move from love, I say it. Never move from love, I say it. Yes, y'all. Brainwash depopulation. I'm a little baby girl, and I love Jesus Christ. Ah, ja. Yes, ja. Sehr wie das Spiel. Yes. Oha, hier ist Stau. Yes. Wahrscheinlich müssen wir dann da hoch. Oder nicht? Achso, wir sind gerade zum Stau. Today. Yes, ja. Long ago, somebody discovered that. Aha, wie können wir fahren? Die haben noch schlimm Stau. Local. This means that you can imagine to be everywhere at the same time, at once. Oh nein, jetzt stehen wir auf dem Stau. Oder auch nicht. Wenn wir dran vorbeifahren. The spirit most high in the sky. I knock on the door and the Messiah opens and gives hope, was ist denn jetzt hier los? Glory and faith. Soundtrack. Isn't it? That means that the non-locality of consciousness. Viertnerin, guten Morgen. Hi. Okay, sagen Sie nichts. Wagen Sie nicht, mir Ihren Namen zu nennen. Ich habe ihn gleich. Er liegt mir auf der Zunge. Morgen weiß ich ihn. Aha. Bora Bora ist la Bora. Nutzer Biddy P. Tage gearbeitet 10.000. Tage bis Segway Privilegien 0. Interaktion pro Minute 23. Hey Billy, welcome back. Es gibt gute Neuigkeiten. Und es gibt schlechte Neuigkeiten. Welche möchtest du zuerst hören? Die schlechten.
Schlechte Nachricht ist, dass ich gestern wegen einer Poor Performance mit dem Boss sprechen musste. Autsch. Ich weiß, Billy, das tut weh. Aber es musste sein. Dem Boss hat deine Interaktion Records gar nicht gefallen. Die gute Nachricht ist, dass ich mich für dich eingesetzt habe. Du bist noch nicht gefeuert. Sieh das Ganze als kleine Warnung. Du bist schon lange bei uns, aber das ist kein Grund, selbstgefällig zu werden. Gerade jetzt. Jetzt, wo deine Segway-Privilegien in dich bekommen sollst. Wo wir es gerade davon haben. Du solltest mal ein Appointment für deine erste Einweisung machen. Dieses englische immer. Fang bitte erstmal mit dem Fragebogen an. Oh Gott, nein, den Fragebogen. Die Maus lässt sich ziemlich scheiße steuern. Jetzt müssen wir den auch noch fangen, den Fragebogen. Große Güte. Eine Motivation. Die brauche ich gerade dringend. If you fail to see the light, open your eyes. A message by the CEO of the play from your heart. Ah ja. Work hard, work hard. Sehr motivierend. Oh Gott. If it is broke, do not fix it. Instead make someone fix it. Was ist eine Message by the CEO? Arbeitsmoral haben wir da unten. Wenn du so wärst, seen, dancing wäre to be insane. Weil du so kurz dort hier die Musik. Rückart, Rückart. Aha. Sama. Was soll denn der Wichs? Die Störung ist so brutal scheiße. Mit der Maus. Oh Gott. Was soll denn der Mist? Wenn die Maus wenigstens vernünftig funktionieren würde, dann wäre das lustig. Oh nein. So ein Bild darüber. Hallo Billy, du weißt ja, wie es läuft. Beantworte bitte die Fragen. Ja, okay. Will ich hier wirklich aufpassen, wie du dich verhältst, Billy? Das ist keine Spaßveranstaltung. Wie ich das sehe, bist du in ernsthaften Schwierigkeiten. Beantworte die Fragen mit Ja, sonst wird es nur schlimmer. Hallo Billy, du weißt ja, wie es läuft. Antworte die Fragen mit Ja, okay. Alles klar, heute haben wir Fragebogen C32A, die Version für Kollegen mit schwächender Performance. Ist doch der richtige Fragebogen, richtig? Kann es wirklich sein, dass du so wohl bist? Es ist wirklich nicht schwierig, deine Fragen einfach mit Ja beantworten. Und schaffen das auch. Alles klar, heute haben wir Fragebogen C32A. JD. Sehr gut, dann haben wir hier ein paar generelle Aussagen. Bitte gib an, ob diese Aussagen für dich zutreffen. Verstanden?
Meine Arbeitsmoral hat in letzter Zeit stark nachgelassen. Zutreffend. Dein Wille, alle hier leiden zu lassen, ist mir so unglaublich. Nur mit Ja-Antworten. Billy, ich weiß, du hast davon keine Ahnung, aber die arbeiten Menschen. Dieser Fragebogen muss jeden Tag für 83.928 Beschäftigten wieder angepasst werden. Glaubst du, das macht Spaß? Reiß dich zusammen. Mit Erwachsenen und antworte auf jede Frage mit einem siebten Ja. Ja, meine Kollegen, die wir wiederholt auf die Aufhalte gewohnt, zutreffend. Meine einzigen Freunde, der Staubsauger Roboter und Chibi, lenkt mich häufig davon ab, eine Arbeit in der vorgegebenen Zeit zu erledigen. Vielen Dank, Ihre Antworten lassen tief blicken, wahrlich das störende Bild eines fehlgeschlagenen Charakters. Bitte schreib einfach Ja. Naja, also weiter zu deiner Einweisung. Wir haben hier irgendwo ein extra Tool für Appointments. Hier, ich bin mal so frei und öffne es für dich. Ja. Aha. Und doch 14 Uhr wäre doch gut. Oh Gott. Ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Freitag 11.30 Uhr. Wie soll man das denn schaffen? Thank you.
Fuck. Ich weiß die Uhrzeit nicht mehr. Okay, dienstags 9 Uhr, verdammt. Hab ich nicht richtig hingeschafft. Mittwoch 10 Uhr. Der fuck. Ich hoffe, das war die richtige Zeit. Was war die Uhrzeit? Dammit. Mittwoch 10 Uhr. Das Spiel wäre entrollen. Erfolgreich, vielen Dank, der Prozess der Teilen minus durch. Erfolgreich abgeschlossen. EP. Puh. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, Billy. Ich sag es mal ganz klar, du kostet uns Geld, Billy. Wir verlieren Geld durch dich. Was ist dir eigentlich klar? Aber sag jetzt bitte nichts. Da mein Computer ist kaputt. Ach, glaubst du das? Ich könnte schwören, dass die Maus kaputt ist. Sie macht nicht, was sie soll. Billy, 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 Billy. Ich prüfe jeden Morgen routinemäßig deine Workstation und dein Equipment. Und heute war wie immer alles in Ordnung. Aber... Oder willst du etwa sagen, dass ich meinen Job nicht richtig mache? Nein. Ich soll mal nicht performen und dann versuchen, die Kollegen zu blamen. Ja, kein gutes Verhalten, muss ich vermerken. Das Benehmen stimmt ziemlich nachdenklich. Vielleicht bist du noch nicht bereit für die Segway-Privilegien. Nein, bitte nicht. Hast du Glück, dass die Segway-Privilegien schon gelockt sind? Sonst müssten wir da vielleicht nochmal drüber reden. Bitte nimm mir nicht den Segway. Dein Glück, dass ich einen guten Tag habe. Geh jetzt einfach nach Hause und versuche morgen wieder zu liefern. Vergiss nicht, den PC runterzufahren, wenn du fertig bist. Juhu. Swing. Oh, fuck. Willkommen zur praktischen Ausbildung am Gerät im Segway Trainingszentrum in der obersten Etage des MA Towers. Lernen Sie zu gleiten wie ein Vogel, schweben Sie dahin wie ein Kran über die Meere. Genießen Sie den Ausblick von einem Top Sky Trapper, während Sie auf den Wolken tanzen. Identifikationsnummer? Was auch immer. So, dann lassen Sie mich mal nachschauen. 66E, 6EA, 6EAC, 6EAC, ja. Mehrfach so genommen, wie ich das Gesicht merke, dass ich beikommt.
viel Text. Ich muss doch sehr bitten. Okay, das wird ein einziger Traum. Die Dinger kann man sich doch nur auf die Frist legen. Verdammt, scheiße. Oh nein, jetzt können wir auch noch runterfallen. Ne, ich will die nicht resetten. Dieses Mal. Und wenn ich rückwärts hier lang fahren muss. Ach, verdammt. Oh no. Was soll noch machen von Oh Gott, schon wieder verkehrt. So, weiter geht's. Oh, scheiße. Irgendwie. Noch um die Kurve. Ach du Scheiße. Oh no. Wir müssen wahrscheinlich das Wort Segway einnehmen. Oh je. Ich sag doch, damit kann man sich nur auf die Fresse legen. Na komm. Das ist ein S. SV.
Müssen wir hier unten die Buchstaben sammeln. Das ist nun. Kein Plan, wie man da rankommt. Mit Hüpfen. Muss irgendwo einen Eingang geben. Ist nicht dir im Ernst. Oh Gott, das wird scheiße. Hier kein Anfahren, das wird fast unmöglich. Placeholder. Ach, weißt du was, warum spiele ich das denn hier? Holy shit. Wo bin ich denn hier gelandet? Ist das schon wieder ein Traum? Wenn wir jetzt vom Staubsaugerroboter verfolgt, oder was ist hier los? Nee, scheinbar nicht. Oh, Wumi. What the hell? Den Weg merken, das Fallen war hier runter. Ich glaube, hier ging es weiter. Grüne Pommes, ach stimmt. Wurde gesagt. Holy shit. Ich habe so ein Gefühl, dass es hier weitergeht. Natürlich nicht. Den ganzen Weg nochmal. Yay. Thank you.
Aha, okay. Verstehe. Lecker. Auf die Achen. Ring. Wieder zur Arbeit fahren. Diesmal mit Zeppel. Fahr zur Arbeit. Ah nein. Yo, it's 420, man. Let's smoke a spliff. Nicht dieser Soundtrack schon wieder. Eyes and ears. This is Dan Dijster on the mic. Hello, children. Easy going, easy flowing, flying high like a Boeing. Gonna take it easy like a slow motion. Yes, sure. One love to mankind. I'm grateful to be alive. But some people live in war and can't survive. Schnell ankommen, damit diesen Soundtrack nicht zu lange hören müssen. Ammunition from the politician in the pocket from the wicked. The world is run by sick people business. Politics in suit and tie for the wicked. Witchcraft, mass media sickness is delivering fear to their praise. Politicians prey on people's fear, I say, to survive, to simply be alive. It's called Babylon, cause I believe we live in biblical times. Or call it the times where the evil is being exposed. Was passiert mit dem Rahmen? World, bloody ropes, bloody hands, all politicians. I respect your creator in the basics. Keep it simple, never move from love, I say it. Never move from love, das ist nur ein PC-Spiel. Yes, sure. Never move from love, I say it. Never move from love, I say it. Yes, sure. Brainwash depopulation. I am a little baby girl. And I love... Jesus Christ. Yes, yeah. Yes. Yes. We are going to do das ist interessant. Today. Yes, yeah. Long ago, somebody discovered that consciousness is not local. This means that you can imagine to be everywhere at the same time. That's why. Genug Zeit. Jetzt habe ich die Zeit ganz aus den Augen verloren. Die Tag kam weiter. Was bin ich überhaupt? Wenn wir nachsehen. Live-Simulator. End of Demo. Thank you for playing. Nicht dafür. Habe ich ungern gemacht. Ah ja. Ja, das war ja mal. Und das ist halt. Oh, die Maus funktioniert wieder. Ah. Das wäre krass, wenn jetzt auf einmal die Maus invertiert wäre. Das wäre das, sondern wie jetzt, für jetzt auf jeden Fall man noch im Spiel drin ist. Weil so ein Spiel im Spiel ist. Fühlt sich komisch an. Ich würde es mal sagen. P
Paper Trail ist so ein gutes Spiel, das machen wir jetzt als nächstes. Kommen wir gleich hinten ran. Ist auch nominiert, glaube ich, für Game Awards. Gamescom Awards. Vielleicht haben wir da noch was Gutes an diesem Spiel. Newfangled Games. Paper Trail. Na, auf geht's. Trink mal was, trinken ist wichtig. Okay. Paige, du bist wach. Hast du den Sturm gehört? Offenbar hat im Leuchtturm der Blitz eingeschlagen. Jimmy ist gestern Abend auch nicht nach Hause gekommen. Er war noch spät draußen, um Aale zu fangen. Am besten gehst du über die Brücke nach Westen und siehst nach ihm. Hey da, ich bin's auf der anderen Seite des Flusses. Ich wollte Aale fischen und sitze jetzt hier fest. Hilf meinen müden Fischer, wieder rüber, ja? Aha. Das bauen wir uns so eine Brücke. Können wir hier rüber? Können das wieder zurückklappen? Du hast es rüber geschafft, alle Achtung. Jetzt ist es überblättert. Soweit ich beurteilen kann, hat der Sturm auch die Bäume erwischt, drüben im Osten. Vielleicht kannst du. Bitte so schnell. Fang noch ein paar Aale. Ich mache mich auf den Heimweg und putze die Aale. Oh Gott, ich bin so schnell im Klicken. Wir sollen hier noch weiter. Die Bäume. Du hast Jimmy gefunden. Oh, fantastisch. Ich bereite schon das mal das Abendessen vor. Der Regen hat unser ganzes Brennholz durchnässt. Vielleicht hat Tante Maud noch etwas übrig. Könntest du nach Osten in den Wald gehen und schauen, ob sie Brennholz hat? Sehr gerne. Interessantes Spielkonzept. Hey Paige, schön dich zu sehen. Ach. Der Sturm hat einen Erdrutsch verursacht und der hat mir den Weg versperrt. Wenn du mir helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Hast du doch glatt einen Weg durch die Bäume gefunden. Findest du auch einen Weg zum alten Leuchtturm im Süden? Leuchtturmwärter Winslow hat einen Graben ausgehoben, um dich gut fernzuhalten. Seit Jahren hat ihn keiner mehr zu Gesicht bekommen. Im Süden. Bin ich schon auf diesem Felsen? 5 Wochen, 2 Tage? Hilf mir, das Licht zu reparieren, dann könnten wir über diese Höhle schnacken.
es geht nicht so richtig. Weil wir im Weg stehen. Da ist das Licht. Du hast es geschafft, gut gemacht, Minderen. Gieren. Das wird die lästigen Fischer fernhalten. Also was die Höhle im Norden angeht, die Steine haben anscheinend eine Bedeutung. Irgendeine Form, sicher bin ich mir nicht. Mehr weiß. Ja, ich mache das immer so schnell. Du sollst dich nach Norden zu den Höhlen aufmachen. In den Felsen gibt es jetzt am Schnitzereien. Das scheint eine Bedeutung zu haben. Mehr weiß ich nicht. Was denn hergeschafft? Kleines Rätsel an der Stelle. Weiter nach Norden könnte. Durch das hier. Das ist Wasser, aber da müsste ich es mal hinkommen. Dieses Rätsel scheint zu schwierig für mich. Es wäre es hier schwierig. Einfach mal ein bisschen cheaten, wenn man nicht weiterkommt. Woanders nachgucken.
Ach, ich kann auch die Ecken anfassen. Vielleicht ist das das Ding. Also musst du einfach mal. Ich kam bloß nicht auf die Idee, dass man die Ecken mal anfasst. Gibt's hier jetzt nicht noch? Ja, sehr schön. Ein Sternchen. Seite ansehen. Oha. Große Güte. Ich glaube, ich bin heute nicht mehr gut für Rätsel. Okay, da scheint was zu passieren, aber hier liegt die Vitex, ihr zu Hause. Hey, mein Kind, hast du dich verlaufen? Ich mich auch, mein Kind. Ich mich auch. Deshalb gibt's kein Durchkommen. Mhm.
Ah, da können wir jetzt rüber. Verstehe. Rückset anbieten und einen Weg rüber finden. Können wir erstmal hier rüber. Können wir nicht hier rüber? Können wir hier rüber? Zwei haben wir hier oder hier. Das ist eine 3. Vielleicht können wir die 3 da irgendwie rüberbringen. Was, wenn ich die zwei hier rüberbringen könnte? Okay, hier ist eine 2. Kann man die nochmal hier rüber klappen? Okay, sind wir da am Eingang.
Dann kommen wir so rüber. Jetzt haben wir hier die drei. Das ist eine 2 dort. Ja, ich komme jetzt hier rüber, aber wie wir dann da weiterkommen, weiß ich nicht. Da wollen wir jetzt eine 2, habe ich das hier. Tut mir leid, dass ich das jetzt hier beenden muss. Es ist ein sehr gutes Spiel, aber ich hab gerade keinen Kopf mehr dafür. Ich blick da nicht mehr durch. Interessantes Spielkonzept. Gefällt mir sehr. Kann ich weiter empfehlen. Gleich mal Wishlisten. Ist schon gewishlistet, fantastisch. So, Paper Trail. Hier ist das Spiel, was wir vorher gespielt haben. Wie hieß denn das Spiel? Lose Control. Dann bewerten wir mal die beiden. Vielleicht spielen wir dann noch eins von den beiden. Von den beiden. Das können wir uns fürs nächste Mal aufheben. Leica. Gift. Sieht das nach was aus, was wir schaffen können? Sieht zumindest nach einem guten Abschluss aus des Streams. Nehmen wir uns Hau mal noch für den nächsten auf. Würde ich doch mal sagen. So. Lose Control. Da würde jemand die Kontrolle verloren, wenn wir stellen. Spielspaß, es ist ja ein bisschen Spaß hat's gemacht. Ich gebe mal 3 Punkte, 3 Pixel. Grafik war okay, 6 Pixel.
Story, was für eine Story? 2 Pixel. Trailer, wie sah der Trailer aus? Der sah vielleicht ganz okay aus. Ja. Oh, wir hätten dann später noch mit dem Roller fahren. Synergy. Ja, Reader Trailer. Gebe ich auch mal 6 Punkte für. Soundtrack war sehr, sehr weird. Gebe ich 1 Punkt für. Was gepasst hat. Herzensbrot gibt es gar keinen, Bonusbrot gibt es keiner. Damit ist das wahrscheinlich ein sehr schlecht bewertetes Spiel. Schlechteste vielleicht. Zu Recht. Mit einer Endwertung von 18 Punkten. Das ist wirklich bedeutend wenig. Ja, spielt das nicht. Die Störung war. Oh Gott, nee. Störung war anders merkwürdig. So finden wir jetzt nochmal. Paper Trail. Haben wir uns die Trailer schon angeguckt? Wahrscheinlich noch nicht. Ich hätte den gerade mal groß laufen lassen. Ja, Spielspaß würde ich sagen. Die Rätsel hat schon. Gib mal 8 Punkte. Das hat schon schön. Grafik hat was für sich, ja. Schön, schön. 9 Punkte für die Grafik. Story weiß ich nicht. Ja. Gib mal 4 Punkte. Der Trailer ist ganz super. Soundtrack auch. Spitze. Dann gebe ich nochmal ein paar Bonuspunkte. Jo, dann rechne ich das mal zusammen. Die Bonuspunkte macht eine Punkte von 46, was ganz solid ist. Was eine gute Wertung ist. Bei maximal 60 Punkten. So, dann würde ich mal sagen, schmeißen wir uns nochmal rein in Gift. In das Spiel Gift, in Gift sich reinzuschmeißen, das wäre ein bisschen tödlich. Auf geht's. Also man nimmt das Englische, dann ist das natürlich das Geschenk. Das ist natürlich auch sehr schön. Störung. Also. Thank you.
Framerate kann ich nicht einstellen. Sound. Da würde ich gerne ein bisschen was einstellen. Obwohl es gerade ruhig ist. BGM ist Background Musik. Ja, so vielleicht. Ich sag mal New Game. Demo Version has some differences in content compared to the full product version. So please notice that data that supports the demo version. Save that is not supported. Okay. Auf geht's. Die Reise. Hier ist unser Held. Der Held, der die Welt erhält. Und jetzt können wir ihn steuern. Hüpfen wir mal hoch. Oh, es regnet. Shit, Wetter auch nach Osten. Aber zum Glück kann man tauchen, Glück auf. Brauchen wir keine Angst vom Regen, haben. Left Shift zu Sprint. Aha. Sehr spannend. Was haben wir hier? Es bricht zusammen. Das Schiff geht unter. Zum Glück sind wir schon richtig ausgestattet, um zu tauchen. Oha. Wir sind mit abgestürzt. Oha. Oh Schreck. Wo sind wir hier gelandet? Schnell raus hier. Gut, kleines Jump'n'Run. So, mit ein bisschen Anlauf. Oh no. Ja, fast. Oh damn it. Du bist ein unsichtbarer Timer, der hier mitläuft. Den Ausgang verwehrt, weil zwar nicht rechtzeitig. Oha, das Wasser steigt. Merklich. Wir sollten uns vielleicht nicht zu viel Zeit lassen. Press space longer to high jump. Das hätte ich früher gebrauchen können. So hoch hier. Schnell raus hier. Wie kommen wir dem Unglück
werden wir es schaffen. Bist du hier hoch? Oha. Hier brüht der Doktor unter uns. Ah, wo sind wir jetzt? Captain, wir sinken. Tempo drauf das Spiel, das finde ich interessant. Oh, wen haben wir denn hier? Oha, meine Mutter und ihr Kind. Oh nein. Müssen wir das Kind retten. Aber sofort. Wir retten ein Kindchen. Ich rette das Kind. Ich suche hier nur etwas, wie ich hochkomme. Kiste vielleicht. Na komm. Ach so, verstehe. Da hoch. Oder auch nicht. So, schieb. So, jetzt kommen wir hier von oben. Hallo kleines. Nicht weinen. Wir retten dich. Oh je. Schnell weg hier. Ich würde mal kurz hier noch. Oh nein. Das Mädchen. Okay, rüber zur Mutti. Mami und Kind wieder vereint. Oh. Рыб, Дина.
Oh, Blümchen. Für mich. Ui. Ach, nichts. Nicht dafür. Jetzt kommen wir hier zu dritt. Schnell raus hier. Aus dem Schinken. Aus dem Schinken nun, ja genau. Aus dem Schinken nun, fuck. Na komm. Wir werden dann aber auch sehen, wie alle drei entkommen. Das geht ja wohl nicht. Können wir hier weiter? Sieht so aus. Und ups. Das hat auch, hat sie ziemlich was von den Nightmares. Ein bisschen der Stil ist schon, die Grafikstil und auch die, das Gameplay. Das ist schon der Nightmares-like. Würde ich behaupten. Ein Nightmares-like Game. So wie Souls-like. Jetzt müssen wir hier irgendwie hochkommen. Na komm. So geht's. Oh nein, ich bin runter. Ein bisschen schaukeln. Aha, verstehe. Tops. Oh, Endbild. Oh, collected. Oh no. Das Schiff stürzt ab.
Oha. So kommen wir noch nie raus. Aber interessant, wie das hier mit den verschiedenen Perspektiven spielt. Jetzt müssen wir da an die Kette wieder. Rücht hier ein bisschen hoch. Den Weg. Das habe ich schon gedacht. Den wollen wir doch schon mal. Ich hoffe, es nicht diesmal da hoch. Jetzt machen wir doch wieder einen Schritt zurück, oder nicht? Vielleicht eher nicht. Oh, das Mädchen ist schon oben. Was reingeströmt. Ich glaube, wir sollten mal rennen. Oder schwimmen. Schnell hoch hier, soll nicht im Wasser versinken. Ein Hebel. Oha. Ein schwebendes Ding. Gut, dass wir da nicht standen. Das habe ich erwartet. Komm da irgendwie hoch. Bräuchte man die Kiste für oder was? Blöd, dass wir auf der anderen Seite sind. Ah, guck mal. Machen wir es einfach so. So, hin dort. Und dann hier. Oder noch nicht. Jetzt. Okay, kann man nicht damit.
Oh, ein Schalter. Oh, ein zweites Glied. Fliegt darüber. Sehr praktisch. Und darauf geht's. Oha. Im Salon sind wir angekommen. Geräusche mach. Oh, verdammt. Wir sind hier. Ne, hier sind wir, oder was? Weg ist er. Wir sind jetzt hier. Ach du Heilige. Das ist ein ganz Stückchen noch. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Da hoch. Wieder Tatsache. Jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir da irgendwie hoch. Ja, aber wie? Und die Ketten können wir schweren. Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Kiste wäre sehr hilfreich, aber kommen wir da denn ran? Gut, bevor es jetzt langweilig wird. Wenn jetzt
Ja. Das war ein ganz. Das war ein ganz gutes Game. Das hat mir sehr gefallen. Das war ja. Das war, wie gesagt, in den Nightmares. Like. Ich mag auch solche Stories, solche Spiele, die Stories erzählen, ohne großartig Dialog brauchen zu müssen. So wie Little Nightmares das auch macht. Also einfach eine Geschichte mit den Figuren zu machen, die so comichaft einfach so. Ich habe es auch gesehen, die Mutter, die so ein bisschen. Oh, ja, nein. Macht uns so ein bisschen, dass wir da. Ja, Spielspaß war. Ja. Ich mal 8 Punkte. Grafik war ja sehr schön. Kann ich mit 10 Punkten belohnen. Ja, Story ist jetzt dadurch, dass das Schiff, das sinkt. Der Taucher, der wird dann. Ich weiß nicht, ob man für den Taucher noch irgendwie eine Begründung kriegt. Das Mädchen, der, ja, 6 Punkte gebe ich dafür mal. Soundtrack war ganz okay. Gib 7 Punkte dafür. Bonuspunkt von mir nochmal. Ja, ich mach 8. Nicht ganz. Nee, nicht noch ein neues Spiel. Oder so. Gift. Interessantes Spiel. Haben wir uns den Trailer schon angeguckt? Schaue ich mir den nochmal an. Falls noch nicht. Falls schon, dann machen wir es nochmal. Gefällt mir jetzt schon. Der Trailer kriegt nur zu 10 Bewertung. Soundtrack. Im Trailer Soundtrack. Ich muss dem Soundtrack gleich noch einen Pluspunkt geben. Es macht dann glatte 50 Punkte. Yay, das doch. Finde ich eine faire Bewertung für das Spiel. Gut. Hauma und Leica nehmen wir uns für den nächsten Stream. Nehmen wir uns auf. Und noch weitere Spiele, die ich mir noch raussuche vorher. Jo. Gibt es noch einen schönen Trailer, den wir uns noch angucken wollen? Oh, Wonder Sports hat ein Demo. Ja, weiß nicht, wie das. Ist noch so ein Spiel, was keine Demo hat, aber. Hier ist noch ein paar Trailer. Ohne Demo. Hexen spielen wir hier. Witchtastic. Oha, für den Stream oder was? Das ist Overcooked mit Hexen.
Das hat starke. Das ist. Ja, das ist exakt. Ist das. Exakt, das. Das Overcooked. Soll ich das mit Molly zusammenspielen? Die Level-Grad ist identisch. Das ist exakt. Das ist exakt Overcooked. Bloß mit Hexen. Sowas von. Ja, der eine muss das dann weitergeben. Ich frage mal Mordi, ob er das mit mir spielen will. Witch-Tastic. Kopieren wir mal den Link hier. So mal gleich. Der Overcooked 2 hat doch Mordi so sehr Spaß gemacht. Das wird er bestimmt mögen. Coborn können wir uns noch um den Trailer angucken. Das ist ja. Haben wir bei der Opening Night. Haben wir schon drüber geredet. Ja, ist leider nicht so gut geworden. Leider sehr enttäuschend. And that's a Mosotops, charging after me right there. Multiple biomes, each unique with wildlife, resources and climates, make the world of Coborn come to life. Ja, Coborn. Oh, two more Mosotops. They almost seem gentle from right up here. No, no, it's MMORPG, this is, ach. Wie muss das? We transition to the mountains at this point. These ice deer, harmless. Until you bother them. But there's more than just wildlife that's a threat to you, which is best shown up here. Behold the duality of beauty and pain. The landscape at the top is just incredible, but it comes at a price. What you just witnessed was the effect of freezing cold weather on our player. But this site is clearly worth it. Let's go somewhere less harmful. I'll return once I have the right equipment. I took us to a more cozy place. That weather did some damage and I should heal myself. How about some smoky gyp cups? We'll need some gyp cups and reed puffs, which I can find you more to ensure we have enough. Perfect. Food category, resin, some plant fiber. Let's see what else there is. First, we can find our town name up here a bit. The capital is our social hub. We need a prop and fellow town members. Usually we have to get those in Korheim from the vendor. Thanks a lot. This plate. These poor guys never. Doing combos and making use of your finishers deals a nice amount of damage with this plate. These poor guys never. Almost forgot to loot. Man kann schon ein bisschen sehen, wie es ist. Hit skills, if you would like to freeze, focus on, or lose XP in a certain field of XP. Then we have our perk points here. Dieses Skelett habe ich mal auch schon gesehen von den. Fate Veer look unlike any of the ones I've seen so far. It's important that we protect the town center from this. Das sind immer gerade Ziege, die Angriff, die lässt sich einfach prügeln. Die lassen sich verprügeln. Sieht man später nochmal. Bei den Skeletten nochmal besser. Die sind irgendwie, ja, KI ist unheimlich schlecht. Da stehen die einfach und versuchen anzugreifen, aber irgendwie ja, finden den Spieler nicht. So. Ja, genau hier. That second wave took up some of our morning, and wave 3 has us fighting corrupted Tyriva now. But with finishes and dodging, we're doing pretty well. Ja, der große Boss, der ist ja, da will der auf. And their attacks are really hurting our defenses. I'm even starting to take some damage. Good thing our friend gave us that forged chest plate. To withstand some wide swings to cleave them all at once. We did it! We fought them off. That was fun. Our coordination made that a lot easier than it probably usually is.
this won't be the last attack of this kind. Yeah, as we continue to assert our rightful place in this world, so with some old faces and some new ones. I can't wait to get started. Gerade hier MMORPG, das tut ne. Das. Ja, Hauke. Hättest du vielleicht lassen sollen. Ich weiß nicht. Das ist zwar. Wir haben vielleicht noch ein besseres Spiel. Ich meine, die Pen Paper Runden von hier, wie ist das, Ultra-Core, war ja wirklich sehr schön, aber das Spiel, ja. Sieht interessant aus. Leider keine Demo. Ein bisschen Survival-Aufbau. Soundtrack für den ich wieder gekämpft werde. Robot-Companions, oh cool. Ja, für eine Demo würde ich es gerne spielen, aber Let's Play, ja, weiß nicht. AM Future. Tiny Bookshop kann man aus das, ja, ich glaube, die Demo habe ich schon angeguckt. Sehr schönes Spiel. Hier, da gibt es sehr leider keine Demo von. Und der Developers of the Overworld Series. I know things have been hard since I've been gone. I didn't plan to go so soon and leave all of you behind. One day you're just gone and everyone you've touched is left to pick up the pieces. Everyone in Yesterbeek is having trouble finding those pieces right now. I need you to be there for them. As I always was for you. Das Spiel verdient. Das Spiel verspricht gut zu werden. Das sieht noch was aus, was ich ausprobieren will. Schade, dass es da kein Demo so viel gibt. Kann man nicht anspielen. Da hätte ich gerade Bock drauf. Closer the distance. Ja? Ja? Jetzt muss ich mal auf die Wunschliste mal folgen. Unbedingt. Sobald es da irgendwann mal eine Demo gibt, will ich die spielen.
Der Lucky Tower haben wir schon. Das habe ich schon mal in im Steam Next Fest oder irgendwann habe ich das schon mal gespielt. Ich glaube, das haben wir auch schon gespielt. MS Simon. Noch ein Anime geben. Ist auch schon. Das habe ich auch, das habe ich im. Da habe ich schon das Test so aufgenommen, das kommt demnächst. Irgendwann, keine Ahnung. Ob noch im September oder im Oktober. Und Pioneers auf Palgonia, das ist auch sehr schade, dass sie das habe ich schon bei Streamern gesehen, dass sie das spielen. Hätte ich eine Demo gerne angespielt. Ist auch wieder sowas fürs letzte Jahr. Für das Let's Play. Ja, nein. Aber gucken tue ich es bei anderen gerne. So Zivilisationsaufbau-Dings. Das sieht echt nach Bock aus. Wenn man das sieht nicht. Das wird Spock machen, auch wenn ich das bei anderen sehe. Pioneers of Palgonia. Echt nicht schlecht. Gut, ich würde mal sagen, ist schon spät. Kommen wir mal zum Ende hier. Die Streams. Wir sehen uns morgen wieder. Da gibt es noch gleich, da werde ich noch ein paar Demos raussuchen. Mal schauen, ob wir hier das noch spielen. Mal schauen. Ich überlege mir noch ein paar Sachen. Finde da wieder tolle Sachen wie Shadow Gambit. Das wurde sehr interessant. Shadow Gambit. Hoffentlich gewischt ist. Ja. Das fand ich sehr schön. Das hat mir fantastisch gefallen. Gut, na dann. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich schicke euch eine Endcard und dann Abonnier Raid. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Zu Tag 3 der Gamescom in der Indie Arena Booth Online. Jo, Abonnier Endcard, Abonnier Raid. So, na dann. Ich sag danke fürs Zuschauen. Habe ich wahrscheinlich schon gesagt. So, und wir raiden heute rüber zu. Na, mal schauen, wer ist noch live. Wo kann ich hinraiden? Schauen wir mal.
Gut, dann da habe ich doch was. Kommt noch mit rüber zum Gotti-Komplex. Der macht gerade ein Song-Battle. Das ist ein schönes Community-Game. Ein bisschen Musik hören noch. Nachdem ihr hier bei mir in der Endkarte Musik gehört habt. Macht mehr Spaß, als es aussieht, wenn man da ein bisschen dabei bleibt. Ja, er kommt noch mit rüber zum Gotti. Und wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ich bin raus heute. Danke fürs dabei gewesen sein. Ciao, ciao.